Moinsen, Videospielcode hier. Willkommen zum zweiten Part von Risk of Rain 2. Ich habe euch ja versprochen, diesmal Nahkämpfer zu nehmen. Da wären einmal hier der Söldner. Für ihn habe ich hier übrigens den zweiten Skin. Der, wie ich finde, ziemlich cool aussieht. Ja. Wie schon gesagt, mein Liebling hier ist der einzige, der noch keinen anderen Skin hat. So ein Dreck. Oder der zweite Nahkämpfer, oder anders gesagt, die zweite Nahkämpferin. Das ist die Laderin. Ja. Ihr Skin ist so ein bisschen lame. Und neu seit dem letzten Update ist Etze. Ja. Etze spielt sich aber noch ein bisschen anders. Hat noch ein paar Besonderheiten. Wir nehmen jetzt einfach mal den extremsten Nahkämpfer überhaupt, und zwar den Söldner. Er hat wirklich nur Nahkampfangriffe. Alle anderen haben wenigstens noch irgendwas zum Verschießen. Aber er kann nur mit seinem Schwert angreifen. Ja. Ihr werdet vielleicht gleich sehen, also hier natürlich wieder höchster Schwierigkeitsgrad, so wie es sein muss. Ihr werdet gleich sehen, ich werde mit dem auf jeden Fall anders spielen. Jetzt nicht nur, weil ich in Nahkampf gehe, sondern ich muss quasi zwangsläufig immer ganz viele Kisten einsammeln. Weil ich könnte jetzt nicht so direkt zum Teleporter gehen, der übrigens da hinten ist, das sieht man an dem Glitzern. Weil ich würde keinen Schaden raushauen, ja. Also die beiden Geschütztürme vom Ingenieur sind einfach ultra stark. Und die habe ich nicht. So, mein Charakter hat als Besonderheit, ich habe einen Doppelsprung. Ich habe einmal als normalen Angriff einen Schwertangriff. Mein M2-Angriff ist hier so ein Schlag nach oben. Mein R-Angriff ist so, dann schnell ich zu so einem Gegner und mache hier so ein bisschen Ninja-Taktiken. Und mein Shift ist so ein Teleport nach vorne. Der es mir ermöglicht, sofern ich einen Gegner treffe, dass ich dann den nochmal einsetzen kann und das bis zu dreimal. So. Ja, und das war's. Also ihr merkt, auf Distanz kriege ich niemanden. Ich habe nichts dafür. So, das erste Item, was ich eingesammelt habe, macht Bossen extra Schaden. Das ist auf jeden Fall schon mal relativ praktisch. Ich brauche auf jeden Fall Geld. Übrigens, während ich diesen R-Angriff mache, wo ich so unsichtbar werde, bin ich auch unbesiegbar. Für den kleinen Augenblick. Und auch mein Shift-Angriff macht mich, glaube ich, gegen jeden Angriff immun. Oh, da ist ein Elite-Gegner. Der bringt Kohle. Schnappen wir uns. So, zack. Hier schon mein Triple-Angriff. Kann ich nochmal schön mit dem Schwert oben schlagen und dann kann ich schon wieder R machen. Also ihr seht, ich kann relativ gut Kombos machen. Ist da noch einer gespawnt? Komm her. Ich höre Gegner hinter mir spawnen, aber ich brauche erstmal ein bisschen Kisten. Ah, oh, der Kriegsbanner ist somit das schlechteste Item, was ich jetzt haben kann. Ich meine, er steht hier unten, was er macht. Der wird quasi aufgestellt, wenn ich Level abkriege. Und in dem Bereich, wo er dann ist, bin ich 30% schneller. Also sowohl mit dem Gehen als auch mit dem Angreifen. Aber da ich eigentlich meistens in der Luft kämpfe und nicht so an einem Ort mich aufhalte, wie vielleicht so ein Ingenieur, bringt mir das nicht so viel. Deswegen, ja, könnte geiler sein jetzt. Da, seht ihr? Das bringt mir nicht so viel. Bin Stufe 3, deswegen habe ich aufgestellt. Na gut. Oder. Na komm, machen wir es einfach mal hier. Zack. Perfekt, Glück gehabt. Der Teddy schützt mich manchmal vor Schaden. Einfach mal schnell hier getauscht, mein Alter. Schön. Wie viele Mondmünzen kriege ich denn? Das ist ja krank. Ich glaube, die haben seit dem Update echt die Wahrscheinlichkeit erhöht. Früher hat man nichts bekommen. Wirklich, also da waren die Münzen so selten, jetzt kriege ich sie hier gefühlt immer. Hier, so. Benzin, damit sobald ein Gegner stirbt, brennen die Kollegen in seiner Umgebung ein bisschen. Die kriegen dann ein bisschen Schaden. So, das ist ein geiles Equipment, damit kann ich so einen großen Energieball schießen, der super gegen Bosse ist. Ich würde sagen, jetzt können wir uns auch dem Boss schon nähern. Ich bin jetzt auch Level 3,5, mache jetzt auch schon ein bisschen mehr Schaden. Oh ja, mal gucken, wie es läuft. Ich habe diesen Charakter lange nicht mehr gespielt, deswegen kann ich es jetzt nicht so einschätzen.
So, das ist ein fliegender Gegner, aber das ist kein Problem. Wir kommen relativ gut hoch. So, den kann ich mit meinem Shift auch relativ krass wegschlagen. Wenn ich ihn sehr heftig gegen eine Wand schlage, kann er sogar einfach sterben. Das ist also relativ krass. Mhm. Ja, kriegt er erstmal hier sein Equipment in den Kopf und... Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Okay. War weit genug weg. Bin entkommen. Jetzt kann ich ihn töten. Zack. Okay. Hätte die Schockwelle mich aus der nahen Distanz getroffen, wäre ich tot gewesen. Aber ja, das Schicksal hat ihn ereilt, nicht mich. Ja. So. Jetzt seht ihr hier, dass der jetzt zum Beispiel brennt, weil seine Kollegen um ihn herum gestorben sind. Macht ein bisschen extra Schaden. Über Zeit. Ist ganz geil. Mit meiner Shift-Attacke kann ich wirklich mehrere Gegner gleichzeitig durch. So, das war's am Gegner. Auf geht's shoppen. Hier kommt leider nur Geld raus. Ich habe eigentlich genug Geld, ich bräuchte mehr Kisten. Ich befürchte, hier gibt es viel zu wenig Kisten gerade. Es spawnt nicht immer die gleiche Anzahl. Es gibt zwar ein paar Ebenen, wo man sagen kann, oder ein paar Welten einfach, wo mehr Kisten da sind. Zum Beispiel diese Lava-Welt, in der ich im letzten Part hier gestorben bin. Da gibt es mit die meisten Kisten. Aber hier sieht es gerade tatsächlich relativ mau aus. So. Jetzt habe ich 3 versprungen, der bringt mir nicht so viel. Da hätte ich jetzt lieber irgendwas anderes Grünes gehabt. Sind schon mal nicht die besten Startbedingungen für diesen Run. Aber mal gucken, wo es noch hinführt. So, ich sehe hier auch leider keine Kiste mehr. Ich befürchte, ich muss auch gleich einfach weiter und... Ja. Eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber ich kaufe jetzt mal hier so einen Geschützturm. Der stationär. Spawnt zwar seit dem Update auch in der nächsten Ebene, aber... Da stationär ist, schießen die Gegner relativ schnell ab und dann ist er tot und ja. Also kein Vergleich mit den Geschütztürmen des Ingenieurs. Auf jeden Fall nicht. So, mehr Geschwindigkeit, das kann dieser Charakter immer gebrauchen. Ersatzmagazin auch sehr gut, jetzt kann ich zweimal diesen Angriff nach oben machen. Ja, Equipment brauche ich nicht mehr, da gibt es immer zwangsläufig Equipment raus aus diesem roten. So, ein einzelner Gegner kommt hier noch an. Und dann geht's jetzt weiter. Also ich glaube übrigens nicht, dass ich mit diesem Charakter bis Ebene 8 komme, aber ich gebe mein Bestes. Versuchen kann man es ja. No, der ist relativ eklig. Das ist ein ganz oder relativ starker normaler Gegner. Vielleicht soll ich meine Geschütztürme mal kurz beschützen. Aber manchmal, quasi wenn ich jetzt gegen den Boss gleich kämpfe und der stärker ist als ich, könnte ich dann hier hinrennen und die Geschütztürme könnten mir ein bisschen helfen im Kampf. Das ist natürlich die Frage, wenn ich den Boss nicht schnell töten kann, was können die Geschütztürme da noch ausrichten, aber ein bisschen Hilfe ist ja besser als keine Hilfe. Und wenn sie mir auch nur Rückendecken geben. Quasi die Kleingegner töten, während ich mich um den Boss kümmere. Das ist dann ja auch hilfreich. Kisten werden übrigens immer teurer, jede Stage. Kriegt zwar auch mehr Geld, aber insgesamt... Macht das nicht einfacher. So. So, mein Teddy hat jetzt schön den Schaden geblockt. Und ja. Was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre ein Highlighter. Ich merke gerade. Ich heile mich nicht so gut. Ich habe zwar diesen Egelsamen, der mit jedem Treffer mir ein HP gibt, aber das ist nicht so das Wahre. Wie ihr seht, regeneriere ich nicht schnell genug Energie, um die ganze Zeit hier im Nahkampf mit so einer Gegnerhorde sein zu können. Da brauche ich am besten, es gibt noch so Items, die mich heilen, wenn ich töte. Das wäre natürlich praktisch. Könnte ich zum Beispiel auch sehr gut mit Gegnermassen umgehen.
weil ich mich die ganze Zeit in hochheile. Aber ich glaube, das Glück ist nicht mit mir diesbezüglich. Ich würde jetzt ungern schon den Boss aktivieren. Ich fühle mich noch nicht so stark. Komm, ein paar Kisten müssen ja noch sein. Da sind. Da ist was Feines. Und da ist noch ein Schrein, wo ich Leben opfern kann. Aber wie schon gesagt, ohne Heilung so ein bisschen kritisch. Boah, bester Teddy, er blockt den Schaden mal wieder. Das ist übrigens kein Ruckler, das ist so, wenn ich durch die Gegner schnelle mit Schiff, dann hält das Spiel so kurz inne. Oh mein Gott. 75% Leben opfern, Leben am Limit. Komm, irgendwas zur Heilung. Ah, oh, das ist kein Heiler, Alter. Scheiße. Hier ist auch keine Kiste mehr. Ah, stirb. Doch. Oh mein Gott, das sieht ein bisschen mau aus mit Heilung. Ihr seht ja, wie langsam das sich auffüllt und ich werde ja nicht mal getroffen gerade. Das ist... ne? Muss ich hier drüben nochmal gucken, ob hier eine Kiste ist, die mir was Gutes geben kann. Ansonsten wird das vielleicht sogar ein ganz kurzer Part, wenn ich dann den Boss herausfordere und mich überhaupt nicht hochheile. Nee. Chronokugel ist auch ein schlechtes Item. Kann ich jetzt eigentlich auch drauf verzichten? Aber okay. Besorgt mir mal ein bisschen Geld, meine Geschütze. Papa braucht nämlich noch ein paar Highlights. Übrigens im letzten Part, falls ihr den gesehen habt und genau zugehört habt, da habe ich ja erzählt, dass ich eigentlich so eine Gegnertraube hinter mir hätte, wenn ich nicht meine Geschütztürme regelmäßig irgendwo hinstellen würde. Da ich mit diesem Charakter keine Geschütztürme mehr habe, wird gleich eine riesige Gegnertraube hinter mir einfach langlaufen. Ihr seht ja, dass hier überall Gegner rumschwirren, die mich auch so leicht verfolgen. Und ja, wenn ich gleich gegen den Boss kämpfe, dann kommen sie quasi nach und nach, weil ich dann ja in diesem Radius bleibe und dann wird's lustig. So, eine gute Kiste ist da noch, bitte gib mir was Krasses. Ah, die Wachswachtel. Ah, das habe ich jetzt nicht gemacht. Oh mein Gott. Oh, hier ist noch eine gute. Legendary, ja moin. Und für diesen Charakter auch sogar ein richtig gutes Legendary. Ja, geil. Hoffentlich kriegen wir jetzt einen Boss, der machbar ist. Das Legendary bringt mir jetzt, je öfter ich auf ihn einschlage, desto mehr schwäche ich seine Rüstung. Ich meine, die haben keine Rüstung, aber desto mehr Schaden mache ich im Endeffekt mit dem nachfolgenden Angriff. Ja. Das Legendary hat, glaube ich, diesen Run jetzt relativ gut gerettet. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Damit, das ist halt das perfekte Item, einmal für ihn hier, weil er die ganze Zeit auf den Boss einprügelt, dauerhaft, und weil ich Probleme mit Bossen habe, so fertig. Oh shit! Nice. Wer stehen bleibt, stirbt. Wir zielen jetzt alle hier auf mich, das heißt, jedes Mal stehen bleiben ist potenziell mein Tod. Aber dafür habe ich eigentlich genau den richtigen Charakter, ich bin flink. Kann eigentlich recht gut mit den Gegnermassen hier umgehen. Zack. Teleporter auch gleich schon voll. Aber ein bisschen wenig Items auf dieser Stage. Wie auf der letzten schon, das ist auf jeden Fall nicht mein Glück in diesem Run. Ich habe Geld, aber kann es nicht einsetzen. Und das immer ein XP umwandeln ist halt auch nicht so das Effizienteste. Also ich hätte mir lieber ein paar Kisten geholt. Vor allem für Heilung.
Da muss ich auf jeden Fall noch zulegen, was das angeht. So, Attacke. Ich denke, ich mache mich mal direkt zum Boss auf. Oder auch nicht. Ne, den Gesellen hole ich mir. Der gibt Kohle. Woo! Den habe ich weggepfeffert. Ja, moin. Schade, dass er nicht in die Wand geflogen ist, dann wäre er tot. So ist er jetzt einfach weg. Meine Kisten sind schweineteuer geworden. Ja. Immer diese Deflation. Das Deflationsmonster. Inflationsmonster holt mich immer. In diesem Spiel auf jeden Fall. Gab es eigentlich auch das Deflationsmonster? Weiß ich gar nicht mehr bei der Filmreihe. Hör auf auszuweichen, Assi. Oh, der Gatling-Typ, der ist mies. Den soll ich auch am besten ausschalten, so schnell es geht. Schmerz. Was? Ja, moin, sein Zwillingsbruder ist schon am Start. Der kann mich jetzt aber machen. Oh, noch eine gute Kiste. Und da ist der Teleporter, wie man hier sieht. Ich denke, da gehe ich jetzt auch hin, nachdem ich die habe. Perfekt. Ach nee, scheiße. Habe jetzt zweimal denselben Ring. Ah, ich bräuchte ja den anderen noch, damit die sich gegenseitig immer triggern. Egal. So, was kriegen wir für einen feinen Boss? Was? Wir kriegen. Oh mein Gott! Also erstmal, dass drei dieser Gunner da gerade gespawnt sind. Und dass dann auch noch quasi eine Elektro-Version von ihm der Boss ist gerade. Das ist eine miese Kombi. Weil die können mich einfach schön snipen und dann habe ich keine Chance. Die muss ich ein bisschen taktisch jetzt angreifen. Ja. Erstmal seine Minions quasi töten und dann. Oh Scheiße, oh Scheiße. Diese Gatling drückt mich auch so weg, das ist ganz ekelhaft. Am besten muss ich jetzt mit dem letzten Mal hier durchzischen und auch wieder in Deckung gehen. Hört ihr mich auf, Freunde? Sehr gut, ihr seid alle explodiert. So, ich glaube, damit ist nur noch der richtige Elite-Gegner da oben übrig. Der auch wegrennt wie so ein feiges Huhn. Bleib hier, Junge. Mein legendäres Item ist natürlich jetzt richtig gut. Je länger ich angreife, desto mehr Schaden mache ich im Endeffekt. Hört zwar irgendwann auf, aber. Also, es skaliert jetzt nicht unendlich oder so, aber. Ihr seht ja. Dem mache ich ganz gut Schaden, den Jungen. Ja. Doch überlebt. Und es gibt die Ukulele. Sehr schön. So, shoppen, Leute. Achso, ich muss ja gar nicht mehr springen. Doch, ich habe doch eine Wachtel. Verdammt! Ich hasse es, mich sofort zu bewegen.
Komme ich hier rüber? Ah, du kannst mal ausprobieren. Oh, ja, komme ich. Perfekt. So, jetzt mal schnell Kisten kaufen. Bitte irgendwas für Heilung. Dankeschön. Das ist keine Heilung. Das ist Feuerwerk. Da ist nix. Mehr Raketen. Nett, aber nicht das, was ich suche. Schneller sein ist immer gut. Ja, schön ist jetzt, wo ich die Feuerwerksraketen habe, sterben quasi auch diese einzelnen übrig gebliebenen Gegner, die mich dann über die Map verfolgen nach und nach. Muss ich die eigentlich gar nicht extra angreifen. Weil die ja, zwangsläufig immer betroffen werden von den Raketen. Das ist ganz praktisch. Auch nicht nochmal so eine Kugel. Ah, das sind nicht so die besten Items. Ah, da oben gehe ich jetzt nicht noch rein. Nicht zu viel Zeit hier vertrödeln. Werden ja nicht schwächer die Gegner. Ich bin schon mal wahnsinnig. Und gleich Stufe 4, das wird also knackig. Ich schätze mal auch, die ersten Bosse werden einfach schon so spawnen und in der Gegend rumquatscheln, weil sie es können. Da muss ich mich jetzt in Acht nehmen. Ja moin, auch noch diese Welt, das hier ist auch... Also ich meine, hier gibt es die meiste Loot, aber hier spawnen auch die krassesten Gegner so grundsätzlich. So ein paar Gegner, die sind halt ans Biom gebunden oder haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit da zu spawnen. Und hier spawnt echt der krasseste Scheiß eigentlich, kann man so sagen. Boah, wie viel die schon aushalten, ey. Ich brauche schon wieder mit viel Schaden eigentlich. Naja. So, hier kann man, ne, Gegner spawnen lassen für schnelles Geld. Sofern die mich jetzt nicht umbringen, das wird bitter. Da war es das mit schnellem Geld. Oh, zack. Das war krass. Durch die Mitte. Die machen, wenn ich da genau zwischen den Bändern so ein Feueratem, der ordentlich reinklappt, wie ihr seht. So, der ist tot. Da ist noch ein einzelner, aber der ist mir jetzt egal. Ich habe eigentlich genug Geld, um mir jetzt ein bisschen was zu kaufen. Mehr Boss-Schaden nehme ich. Boah, der Omikrone, ja komm. Wir machen den Teleport einfach nochmal stärker. Wir wollen eine doppelte Belohnung. Ja, ich gehe hier schon auf die Fallen. Oder in die Fallen. Das ist ein schönes Item. Ja, wie da steht, sprengt bei Tötung Gegner. Dann gibt es so einen kleinen Explosionsradius und der macht ordentlich Schaden. Das ist natürlich richtig gut bei Massen von Gegnern, weil jeder Tod dann den anderen auch gut tut. Sowas nehme ich immer gerne. Kritischen Schaden, ja, gerne. Bei Gegner Tod Leben nehme ich auch gerne mit. No problemo. Ja, ihr Gesamt. Ja, warum nicht? Heilt mich ja. In dieser Stage gibt es übrigens garantiert ein legendäres Item. Ist zwar relativ teuer, aber man kann es sich hier kaufen. Deswegen, also wenn ich jetzt viel zu viel Geld habe am Ende, nachdem ich den Boss besiegt habe, dann werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. So lohnt es sich meistens nicht dahin zu farmen, weil man dann einfach viel zu viel Zeit hier verbringt und zu viel Gegner spawnt. So, ich habe kein Geld mehr. Gegner, komm her.
So, da seht ihr, immer wenn ich sie töte, explodieren sie und nehmen ihre Freunde mit. Beziehungsweise machen ziemlich Schaden. Sowas ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der weicht einfach aus, Schwein. Ich kann mal eben gucken, wie teuer das legendäre Item ist. Das kann man sich schon mal anzeigen lassen. Kann ich schon mal abschätzen, in welchen Dimensionen wir hier unterwegs sind. 3500, ja moin. Wenn mit Glück, dass ich nach dem Boss genug Geld habe, aber ich denke mal nicht. So, da waren noch ein paar Elite-Gegner, habe ich gesehen. Ja, gut, hier meine Freunde. Hier geht richtig Asche. Bei diesen Teilen kann ich mir das Item quasi aussuchen. Und ich lasse mich einfach von einer guten Farbe triggern. Jetzt habe ich da ein Equipment gedroppt bekommen. Was schlechter ist als meins, also. Ja. War das umsonst, so gesehen. So, nochmal hier. Diesmal nicht das Falsche nehmen, quasi. So, das nehme ich. Sehr gut, das ist sogar den Ring, den ich nicht habe. So, suchen wir mal weiter nach dem Teleporter. Es gibt hier zwar noch überall Kisten, aber ich fühle mich langsam stark genug, den Boss anzugreifen. Und ich darf nicht vergessen, ich habe den ja quasi einmal verstärkt. Dadurch, dass ich diesen einen Schrein aktiviert habe. Und wie viele Chronokugeln bekomme ich denn? Das ist schon die vierte. Nicht cool. Ist er. Wird auch angezeigt mit dem Symbol, dass ich den verstärkt habe. Das heißt, entweder kommt es Elite-Gegner, es kommt doppelt so viele Bosse. Ich schätze mal, da jetzt ein normaler Magma-Wurm gekommen ist, dass er zu zweit ist. Also. Oh mein Gott. Ja, moin, Leute, chillt mal, chillt mal. So, den scheiß Wurm zu treffen mit dieser Kugel ist immer richtig krank, aber ich hab's geschafft. Voilà. Das hat richtig Schaden gemacht für die. Ja, wie viel einfacher das ist, wenn der nicht überladen ist. Und ich krieg Chronokugeln, natürlich. Gönnt mir ja sonst nichts hier. Es gibt so viele geile Items, die ich bekommen könnte. Ja, dann krieg ich. Ja. Verdammt! So, bam, explodiert alle. Es gibt auch eine nette Taktik, wenn man. Ja, quasi mehrmals dieses Item zum Explodieren hat von Gegnern. Da kann man Bosse tatsächlich relativ leicht dadurch töten, dass man diese ganze kleine Horde zu denen lockt und die einfach in seiner Umgebung tötet und die Explosion dann den Boss tötet. Das ist tatsächlich eine relativ gute Taktik. Ja. Na gut, ich habe jetzt natürlich dieses legendäre Item hier, was mir bei Bossen sehr hilft. Aber ansonsten, wenn man es. Die Möglichkeit hat, davon viele zu haben, das ist schon. Das ist richtig top. So, und ich sehe, wir haben nicht annähernd genug Geld für das Legendary Item, das heißt, ich hau das jetzt einfach auf den Kopf. Mit irgendwelchen Kisten. Liegen ja noch genug hier rum. Macht ja nichts, ne? Das eine Legendary ist jetzt nicht so krank, dass ich dafür all die Kisten liegen lassen müsste. Oder eine Drohne, warum nicht? Raketendrohne ist relativ gut. Oh. Der Schrein meint es gut mit mir. Keine Fehlinvestition. Ich darf mal. Danke. So, gibt es hier noch irgendwelche schönen Kisten? Ja, hier. Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, da oben war doch noch so ein Herausforderungsschrein, oder? Nee, war nicht, war im vorherigen Run. Okay, okay. Sonst hätte ich mir da noch ordentlich Geld holen können jetzt, obwohl keine Gegner mehr neu spawnen. Aber da der nicht da ist, ist das wurscht.
So, lebhafter Pilz bringt diesem Charakter gar nichts, weil ich niemals stehen bleiben werde. Weil das wäre mein Untergang. Und darauf habe ich ja nicht so Bock. Den scheiß Kriegsbanner habe ich auch schon wieder, der mir ja nichts bringt. Weil ich auch da nicht lange genug drin stehe. Ah, so viel Chronokugeln. Also am besten wäre tatsächlich, glaube ich, wenn ich irgendwo mal die coolen Items eintauschen könnte gegen ein neues grünes Item. Ich glaube, das wäre gar nicht mehr so verkehrt. So, da hinten ist noch ein Ort, wo Kisten sind. Und ich sehe da doch schon eine gute Kiste. Komm, geiles Item. Na, kein Legendary. Aber immerhin nicht wieder eine Chronokugel. Hey, Glück gehabt. Oh, da ist noch eine versteckt. Die sogar, Infusion, ja, das ist was Schönes. Dauerhaft mehr Leben. Das heißt, ich muss jetzt 100 Gegner töten und bekomme von jedem Einzelnen dann ein HP dazu, dauerhaft. Das ist was Schönes. So, da ich das Geld habe. Das brauche ich nicht. Hab schon gutes Equipment. Ich glaube, ein besseres. Ich meine, es gibt noch ein paar, die ich persönlich ein bisschen cooler finde, aber so für den Run-Fortschritt ist das schon mit das Beste. So, wenn du mich jetzt hier tötest, töte ich dich. So. Ja, also Ebene 5. Na, ist ja nicht schlecht. Ich glaube, das Legendary hat aber auch echt viel Glück gebracht. Vor allem, dass wir auch gerade das haben für den Charakter. Die Chronokugeln waren es auf jeden Fall nicht, die uns so weit gebracht haben. Das kann ich euch versprechen. Er ist einfach schon halb tot, bevor ich ihn direkt angegriffen habe. So muss das sein. Sehen wir stark genug für den Teleporter? Hm, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich war noch mal kurz, obwohl. Nee, komm, just fun hier. Der Paar braucht Action. So, meine kleinen Jelly-Freunde. Ja, das ist, wenn man genau bei der Schockwelle nah dran ist und nicht aufpasst. Ja, die hintere Qualle gerade von meiner Perspektive aus hatte die Schockwelle gemacht und ich wollte mich vor oder hinter der Qualle, die zu mir ist, verstecken und habe mich darauf geachtet, dass die auch schon ihre Schockwelle auflädt. Dumm gelaufen. Egal. Gab auch nur 40.000 Punkte. Naja. Ich muss mal wieder trainieren, auf jeden Fall. Und mir Nahkämpfer spielen. Das habe ich lange nicht. Weil ich die an sich nicht so sehr mag. Na, wie ihr seht, ist immer offensiv kämpfen gefährlich. Gut, das war's mit dem zweiten Part. Ich hoffe, mir hat euch gefallen. Im nächsten Part gibt's weitere Charaktere und verschiedene Runs. Und hoffentlich dann auch mehr legendäre Items. Bis dann!